Herzlich willkommen wieder zum Standort Berlin, Stadtgespräch Wirtschaft. Mein Name ist Peter Brinkmann. Krawatten tragen wir fast alle. Manche mögen sie, manche nicht. Manche sind modisch, manche unmodisch. Meine ist nicht so gerade modisch. Aber ich habe mal gedacht, ich lade mir mal jemanden ein, der in Berlin ein Unternehmen führt, das Krawatten macht und Fliegen macht und das seit über 100 Jahren in Berlin ist. Herzlich willkommen, Jan Henrik M. Schäper Stuke. Richtig? Das ist korrekt. Bis auf M-Punkt. Was heißt M-Punkt? M-Punkt heißt Maria. Maria. Aber Sie sind doch ein Kerl. Ein Kerl. Ich bin ein Kerl. Wie man so sagt. Ja. Ja? Ja. Also ich komme aus Lohn. Das ist eine schöne kleine Gemeinde. Ja, kenne ich. Ich komme da auch her. Aus der Gegend. Aus der Gegend, aber nicht aus Lohn. Nee. Hätte ich gewusst. Ja. Aus Kloppenburg, ist 40 Kilometer weg. Ja, sicher. Ja. Das ist, man sagt immer so, Lohne, Vechta, Kloppenburg, Das ist der katholische Schweinegürtel. Ja. Ja? Genau. Und da sind Sie her? Da bin ich her, ja. Und jetzt sind Sie in Berlin? Da bin ich weg. Ah ja, da sind Sie weg, so sagen wir in unserem Slang. Und nun leiten Sie in Berlin ein Unternehmen, das gerade 101 Jahre geworden ist. Etzer Kronen. Und das macht Krawatten. Richtig. Diese nicht, aber viel schönere. Ich weiß nicht, ob es schönere. Wie sind Sie denn? Die ist ja nicht schlecht. Nein, ich trage sie auch gerne, aber sie ist nicht so modern wie die Ihrigen. Meinen Sie? Ja? Ich finde die gut. Blau, rot, mit einer kleinen Symbolik drin. Und so. Kann man schon machen. Das ist ne? gut. 101 Jahre, Etzer Kronen. Wie kommen Sie denn? Sie sind jetzt 27. 28. Gerade geworden, 31.01. Gratuliere noch nachträglich. Darf man noch mal? Was 28. Sie sind Geschäftsführer oder auf Englisch heißt das Chief Executive Officer. Sie sind der Boss. Stimmt. Wie ist es passiert? Ja, wie ist das passiert? Ist eine lange Geschichte. Soll ich vorne anfangen oder mittendrin? Nee, vorne. Also, ich komme aus Lohne und ich war auf dem Internat. Und nach dem Internat habe ich mir gedacht, man hätte auch anfangen können, irgendwo zu studieren sofort. Mhm. Man hätte anfangen können, eine Ausbildung bei einer elitären Bank. Das wollte ich nicht. Ich wollte ein bisschen raus aus dem goldenen Käfig. Ich wollte schauen, was passiert da draußen. Wie reagieren da die Menschen? Was passiert bei den Menschen? Raus aus diesem goldenen Käfig. Und da habe ich mich beworben bei der Sparkasse. In Lohne? Nein, nicht in Lohne. Ja. In Diepholz. In Diepholz? Ja, ja. Ja, das ist bei Bremen. Ja, ja, ganz genau. Ja, das ist, aber auch nicht weit weg. Von Lohne ist das ein Katzensprung. Ne? Ja. Ich weiß nicht, so 10, 12 Kilometer. Naja, und das ist aber trotzdem wieder was ganz anderes. Lohne, Vechta, Dinklage, Kloppenburg ist katholisch. Ja. Diepholz und Diepholz ist evangelisch. Ja. Das war so das Köttermoor. Ja. Wenn man darüber kam, das war schon irgendwie unheimlich. So in den 50ern hat man gesagt, jo, bitte Diepholzer, da lohnt den Mann nicht in. Ne? Ja, das heißt auf Plattdeutsch, da lass dich mal nicht drauf ein. Wir müssen das mal übersetzen. Ja? Sonst schnacken wir beide hier noch platt, wir sind aber in Berlin. Richtig. Da haben Sie was Anständiges gelernt, nämlich wie man mit Geld umgeht. Ja, richtig. Ja, das war für mich eine interessante Geschichte. Ich habe da diese Laufbahn gemacht und habe da an der Sparkassenakademie mitstudiert und so weiter. Ja. Und anschließend dann Diplombankbetriebswirt geworden. Und da habe ich so wirklich so ein paar Erinnerungen und Erlebnisse gehabt, wo ich gesagt habe, das hat mich geprägt. Ein ganz besonderes Erlebnis war zum Beispiel, da war ich in einer Ausbildungsstation in ein kleines Örtchen Barnsdorf, weiß nicht, 5000 Einwohner oder so, kam eine liebe, nette alte Dame an den Schalter und sagte mir, kann ich bitte schon 20 Euro von meiner nächsten Rente haben? Da habe ich gedacht, ja, bestimmt. Nur ich durfte es nicht entscheiden. Ja. Bin ich hinten rumgegangen zum stellvertretenden Filialleiter und der sagte, nö. Nee. Und da haben Sie gemerkt, etwas stimmt nicht. Ja, irgendwas stimmt nicht hier. Ja. Irgendwas ist hier. Eine Dame, eine ältere Dame, eine nette Dame. Ich kannte die schon vom Geschäftsbetrieb. Ja. Und dann hat sie immer so 20, 25 Euro. Es war 2002. Also da ging das noch richtig. Geld am Schalter holen in diesen kleinen Gemeinden, in diesen kleinen Dörfern. Und die hat 324 Euro Witwenrente gekriegt.
324 Euro. Wahnsinn, nicht? Ja. Ja, aber das prägt so, da kriegt man ein Gefühl für soziales Leben und für soziale Umstände und auch für soziale Missstände, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass diese Dame sich zu Hause überlegt hat, okay, noch mal, frühstücke ich heute das Brötchen oder die Stulle? Ja. Ja. Oder das, gar nichts. Ja, oder mal gar nichts. Weil mir die 20 Euro fehlen. Ja, ganz genau. Und es war so 27., 28., das war so gerade kurz vom Monatsende. Hm. Und ich musste ihr in die Augen schauen und musste sagen, kann ich Ihnen nicht geben. Hm. Befehl von oben. Dann sind Sie von Diepholz. Nee, ich will noch zu Ende erzählen. Ja. Das will ich noch zu Ende erzählen. Und dann habe ich, es tut mir leid, als diese Frau weggegangen. Hm. Ich bin sehr stark von meiner Großmutter miterzogen worden, die ich sehr, sehr verehrt habe. Die war eine tolle Frau, eine richtig tolle Frau. Mein Großvater ist 1950 gestorben und wir hatten zu Hause auch noch eine Torfstreufabrik. Die hat diese Torfstreufabrik bis 1980 alleine geleitet, als Frau. Ne? Naja gut, das ist aber nur eine Nebengeschichte. Diese Frau ging raus und es tat mir so leid, dass ich an meinen Spind gegangen bin, habe da 30 Euro rausgeholt, bin hinterher und habe gesagt, hier, und wenn Sie sie haben, geben Sie sie mir wieder. Was hat Sie denn damals zu dieser Etzer-Kronenfabrik von Lohne, Diepholz, von dem Bankmenschen, der ein Herz hat für soziale Fälle, so, und nach Berlin zu Etzer-Kronen gebracht? Ja, die Geschichte, also fertig mit der Bankausbildung und dann Jura studieren. Vater hat gesagt, ich brauche in der Familie einen Juristen, ich brauche einen Arzt und ich brauche einen, der die Firma weiterführt. Das kann mir nichts weiter passieren. Ja, genau. Alles da. So, und dann bin ich nach Berlin und habe Jura studiert. Ja? Und da hat meine Mutter beim Günter Stelli, meinem Patenonkel, der vor mir eben die Firma geleitet hat, Familienunternehmen. Vorher war es Wilhelm Stelli, jetzt ist es Günter Stelli, jetzt ist es Jan-Hendrik M. Schäfer-Stucke. M für Maria. M für Maria. Hat Mutter angerufen und hat gesagt, Günter, pass mal auf, unser Sohnemann kommt nach Berlin. Pass mal so ein bisschen auf. Nimm ihn auf. Mal unter deine Fittiche. Nicht, dass der da unter die Räder kommt. Ne? Man weiß ja, was da so ist, Berlin. Ne? Und ja, zuerst habe ich mich dann mit dem Günter vielleicht einmal im Monat getroffen. So, und dann ist das ein sehr, sehr inniges Verhältnis geworden. Wir waren auf der gleichen Wellenlinie. Ich habe mich immer schon dafür interessiert, sich gut anzuziehen, Farben zu kombinieren. Ich musste immer in der Bank aufpassen, dass ich nicht besser angezogen war als der Chef. Ja. Das kam nicht so gut. Vor allen Dingen ein bisschen bunter. Ja, ja. Und in Diepholz bunter zu sein, heißt ja schon manchmal. Schwierig, schwierige Geschichte. Ja, und dann haben wir uns öfter mal gesehen. Und dann war das auch tatsächlich dann wöchentlich. Und ich habe mich sehr interessiert für seine Firma. Und dann fing das so an, dass ich auf einmal so einen Studentenjob in der Firma hatte. Und da habe ich gesagt... Krawatten einpacken. Ja, so ähnlich. Verschicken. Sicher. Nein, nein. Es war einfach so, dass diese tolle Firma eine Hinterhoffirma war. Mhm. Keiner wusste das. Keiner wusste, was da entsteht in Berlin. Und die hieß immer schon Etzer-Kron. Etzer-Kron. Seit 100 Jahren. Seit 100 Jahren. Ja. Ich erzähle, ja nicht ganz seit 100 Jahren, das erzähle ich gleich noch eben. Also, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Es ist einfach die Geschichte gewesen, dass ich da diesen Studentenjob zuerst hatte und ich habe mich so ein bisschen um Marketing gekümmert. Mhm. Ich habe mir gesagt, diese Firma ist doch so toll, das ist so eine super Firma, die muss doch nach außen kommuniziert werden. So, und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir eine Homepage machen. So, und das war das allererste. Das gab's nicht. Nee, das gab's nicht. Es gab keine Homepage. Niemand konnte sich informieren, was ist Etzer, was machen die, alles wurde nur am KDW verkauft. Im KDW, P&C, ansonsten Lodenfrei, Hirmer, Eckerle. Da, wo man immer schon verkauft hat, in den großen Kaufhäusern. Ja. Und natürlich ganz hochwertige Herrenausstatter in Deutschland, die schon seit 75, 80, 90 Jahren Etzer führen und das als Stammmarke genauso traditionell wie wir sind, das traditionell führen. Ja, ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit 80, 90 Jahren. In Lohne, das als Stammmarke machen. In Lohne gibt es Hinnos, sein Herrenausstatter. Ja. Der führt das seit 75 Jahren. In Lohne. Das ist der erste Bezug zu Etzer gewesen. Aber da hat man gemerkt, diese Firma gibt es schon eigentlich ewig, jetzt seit 101 Jahren. Sie kommen da rein und merken, da gibt es nicht mal eine Homepage, also im Internet kann ich gar nichts bestellen, sondern das verkauft man brav, wie immer schon, seit 80, 90 Jahren in den Kaufhäusern. Als Handelsmarke. Und Sie haben gesagt, Onkel, das machen wir anders. Wir machen das heute mal anders, habe ich gesagt. Wir machen das jetzt heute mal anders. Mhm. Ja? Nur mal ein bisschen probieren, ob es geht. Genau. Und dann habe ich gesagt, selber kann ich es nicht.
Aber ich kann, also die Homepage, die jetzt entstanden ist, www.edzorkronen.com, die spiegelt genau das wider, was ich mir so vorstelle. Ein ganz, ganz neuer Style, aber dennoch authentisch. Dennoch im Stil der 20er Jahre.